Okay. Voller werden. Er bleibt hier stehen. Dann lassen wir unser Motorrad auch hier. Ich hoffe, das war klug. Okay. Wir müssen da lang. Lokalisieren Sie die Aktentasche unbemerkt. Hat sie? Na dann, schwimm mal ein. Ich hab geschwommen, sind wir bisher auch noch nicht. Da können wir eine Tür öffnen. Ah ja. Da kommen wir leider nicht raus. Versuchen wir mal hier hochzukommen. Wir müssen unentdeckt bleiben. Hollow Metals. Wir gehen in die Cam. Wir drehen sie in die Yachthafen, um an die Aktentasche zu gelangen. Aber diesmal muss ein bisschen lauter sein, denke ich. Oder müssen wir. Moment. Um an die Aktentasche zu gelangen, ja, das heißt nicht unbemerkt. Dem her schreibt mich auf Sturmgewehr um. Perfekt. Haben wir die zwei schon mal down und ansonsten hat es, glaube ich, keiner mitbekommen. Oh doch. Drei. Ihn hätte man auch noch sprengen können. Hallo. Ah, da oben läuft er. Na dann, sprengen wir dich mal in die Luft. Okay, schade. Dann komm mal hierher. Okay, Verstärkung wurde gerufen. Wir müssen mal nachladen. Kannst du da nicht hochklettern? Mann. Halt, zurück, zurück, zurück. Kommen wir da wieder runter. Wir können ihn ja sprengen. Das heißt, wenn die Leute hierher kommen, vor allem der da, der Verstärkung ruft, der Penner. Du dich auch nicht. Hey, ruf die Jungs her. Das ist als ob der schon wieder Verstärkung ruft.
Der Schluss, jetzt ist Schluss, Leute. Oh nein, 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 lad noch. Oh mein Gott, ey. Du kriegst das echt das Kotzen. Infiltrieren Sie den Yachthafen. Plus jetzt. Jetzt haben wir es einfach alle um. Ach komm, nicht in die Kamera gehen, Mann. Wird jetzt selber in die Luft gejagt? Haha, Idioten. So, hier in Deckung gehen. Oh, Motherfucker, da stimmt was nicht. Oh, Scheiße! Der Wichser schießt auf uns! Ja, komm, stirb doch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin echt zu blöd zum Scheißen gerade. So, nächster, zwei Kopfschüsse. Nummer 3. Nächster. Können wir hier vielleicht gleich, ja, das wäre nicht schlecht. Die betreten ein Sperrgebiet. Nächster Kopfschuss. Jetzt reicht's mal, Leute. Finde den Scheißkerl. Jetzt machen wir mal zacki zacki. Da vorankommen. Oh. Ja, wir haben Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mach schneller. Aiden, mach schneller. Da. Alter, Aiden. Die Gästeliste aus dem Koffer. Worum es auch gehen mag. Der Club geht kein Risiko ein. Die Security wird streng. Okay, dann finden wir dir eine passende Identität. Kein Stammgast. Irgendjemand aus dem Ausland. Jemand, den sie nicht kennen. Okay. Okay, der hier. Kannst du einen Mr. Punk spielen? Ich glaube nicht. Gibt es Europäer? Nicholas Kristen, 32 Jahre alt, Auslandsamerikaner, war seit 12 Jahren nicht hier. Das passt doch. Oh mein Gott, hier sind seine Präferenzen. Der Mann ist krank und ekelhaft reich dazu. Wird man ihn vermissen? Wie vermissen? Clara, wenn ich seine Identität stehle, darf er meine Deckung nicht auffliegen lassen. Das heißt, er muss sterben. Oh. Da ist was dran. Meine Schwester wurde entführt, Clara. Ich werde alles tun, um sie zu befreien. Hör mal, wenn das zu viel ist, kannst du aussteigen. Ich verstehe das. Nein, alles gut. Das Schwein wird niemand vermissen. Ist ein guter Treffer. Er soll sein Auto bei einem Händler abholen. Okay, ich treffe ihn dann. Oh je, alles klar, damit hätten wir Brockrumen auch erledigt. Und wir sind sogar schon wieder in der Nähe der nächsten Mission. Dann muss ich wohl zuerst das Bezirkskontrollzentrum hängen. Jawohl, das machen wir jetzt als erstes. Wenn wir nicht umkippen. Gut, dann legen wir hier mal an. Dann die Leute hier beim Angeln. Nee, komm, ich leg bis weiter vorne an. So. Wow, das ist doch der Rechner!
Schau. Wer? Was ist denn mit dem Chicago los? Oh, da können wir auf dem Lift drauf. Was, hey? Ich bin nicht in euren Sperrgebiet. Und gleich, ich verstecke mich mal hier und gehe über die Cam. Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Mist, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte in die Kamera da links. Typ hat eine Cam dabei. Oh, komm. Fängt schon wieder super an. Noch mal eine Cam. Meine Daten gehören mir. Hier, da kann man ein Tor öffnen. Aber wie setzt man eine Firma ab? Oder zurück. Verkauft ihr unsere Privatsphäre. Beendet das. Die nächste Cam. Wer denn? Doch keiner da. Komm, dreh dich um, was ist denn los mit dir? Als ob du jetzt nach hinten schaust. So, da ist noch ein Gegner. Ich hab hier nichts. Ich geh darüber. Nicht zu sehen, ich geh weiter. Genau, da müssen wir rein. Hier ist nichts, ich geh weiter. Alles sauber, ich geh da lang. Oh Mann, die Wochen, die gehen mir ja noch mehr auf die Nerven als alles andere. Meine Daten gehören dir. Hier ist nichts, ich guck da drüben. Guck mal woanders nach. Keiner hat Blumen gewählt, aber wie setzt man eine Firma ab? Ihn können wir hacken, perfekt. Hacken Sie sich in den C2S-Server hinein. Da müssen wir wahrscheinlich zuerst den Aufzug betreten. Alles sauber, ich geh da lang. Da, was soll ich? Ja, machen wir die Tür auf, wenn du da unbedingt hin willst. Nicht zu früh. Können wir noch was in die Luft sprengen? Komm, beweg dich. Meine Daten gehören mir. Die Daten gehören mir, ja. Das denkst du. Bin anlocken. Da könnte noch jemand sein. Ja, geh durch rein, geh rein, genau. Oh, perfekt, das machst du sehr gut. Sehr gut, ich muss da vielleicht selbst gar nicht rein, ja. Ah, perfekt. Gut, jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir das hier schaffen. Wenn wir das hier umdrehen, dann geht's richtig los, alles andere ist gesperrt. Das heißt, wir müssen hier anfangen. Auf geht's. Oh, auf. Dann gehen wir hier lang einmal. Perfekt, das einmal um, dann haben wir das frei. Einmal so, wir brauchen es noch von links, beziehungsweise erst hier. Perfekt. Einmal frei, dann drehen wir das um und offen. Alles klar. Wie viele solcher Daten sammelt das CTOS? Ja, alles. Wo speichern die das? Was hier? Haben die damit vor? Ja, wir schalten uns in die nächste Cam weiter. Und endlich mal wieder ein Hack, bei dem wir nicht selbst im Gebäude sein mussten. Ja, schauen wir uns einfach noch ein, zwei Filme an. Okay, machen wir weiter. Ich will den dabei nicht stören.
Alles klar. Okay, ich denke, lassen wir es jetzt erstmal wieder mit den Videos. Im letzten Ding waren die eher ein bisschen lustiger. Okay, wir haben uns mal den Bezirk jetzt hier freigehackt. Und wir verschwinden wieder ohne irgendein Problem. Den einen Typen hätte ich natürlich nicht sprengen müssen, das war auch eher ein Unfall. Meistens eigentlich. Oh Mist, oh Mist. Ja. Und alles immer nur Unfälle. Jetzt zu Nicholas Crispin. Nicholas Crispin, also gut, wir brauchen gar kein Boot, sonst hätte ich gesagt, wir fahren da weiter. Jacks Onkel. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles gut läuft. Zuerst will ich wissen, ob Nikki okay ist. Wir haben nichts von ihr gehört. Sie verarbeitet noch ein paar Dinge. Sie braucht etwas mehr Zeit. Nun, Jackson vermisst sich fürchterlich. Sie könnte wenigstens anrufen. Er ist sehr angespannt und fühlt sich nicht wohl hier. Ich verstehe. Und lasse es Sie wissen. Wenn Sie Probleme mit Jax haben, egal was, wenn er wegläuft oder so, dann rufen Sie mich bitte an. Mach ich. Und Sie kümmern sich um Ihre Schwester. Ja, tue ich. Ja, wir kümmern uns auf jeden Fall um unsere Schwester. Sind wir auf jeden Fall gerade dabei. Obwohl es länger dauert, als ich gedacht hätte. Also so an sich, dass da so viele Missionen jetzt dazwischen sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir können sie schneller aus den Fängen von Damien befreien. Aber naja, wie schon gesagt beim letzten Mal, ich glaube schon, dass Nikki irgendwie mit Damien ja ganz gut zurechtkommt. Irgendwie habe ich, hab ich das so im Gefühl, ob das so ist, werden wir natürlich noch sehen. Und wir sind beim Hohn, wie du heißt, in den Abgrund starren. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Irak ranzukommen. Er muss verschwinden. Okay, unser Ziel ist 80 Meter weiter weg von uns.